Seit Monaten stehe ich auf der Stelle und meine Belastungsgewichte beim Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge nicht mehr höher. Kniebeuge 110 Kilo, es geht einfach nicht mehr. Ich bin am Verzweifeln, was muss ich tun? Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Liebacher, Personal aus Karlsruhe. Viele von euch kennen genau diese Situation. Man trainiert, man kommt an einen Punkt, Muskelvolumen wird nicht mehr, egal was man tut. Man hat die Ernährung angepasst, es sind genügend Nährstoffe da. Man achtet auf die Regeneration, man schläft gut. Es sind alle Parameter außenrum angepasst. Es wird nicht mehr. Die Brust wächst nicht mehr, die Oberschenkel wachsen nicht mehr, die Arme werden nicht mehr dicker. Was ist zu tun? Klar, das Wichtigste ist natürlich schon mal, das ist so das Fundament Nummer 1. Ich nenne es mal das Fundament. Wer ein Haus baut, baut ja ein Fundament. Und das Fundament Nummer 1 für einen Muskelzuwachs, für einen stetigen Muskelzuwachs, Beine werden dicker, Brust wird größer, ist die Grundvoraussetzung, dass ihr mit größeren Belastungsgewichten trainieren könnt. Das heißt, ein Anfänger schafft es mal locker in der ersten Zeit beim Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen, die Belastungsgewichte zu vergrößern. Er fängt an mit 30 Kilo, 35, 40, 50. Irgendwann kommt der Punkt, da sind wir alle nach einer gewissen Trainingszeit, Trainingsmonaten oder Jahren, kommen wir an einen Punkt, an ein Plateau, wo es nicht mehr weitergeht. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Die Belastungsgewichte werden definitiv nicht größer. Wir versuchen verzweifelt, die Belastungsgewichte zu erhöhen, zum Teil zu Ungunsten der Technik, der hundsmiserable Technik. Es wird mit Schwung gearbeitet, Verletzungsgefahr steigt, wir verletzen uns sogar, aber wir kommen mit den Belastungsgewichten nicht weiter. Es werden nach allen möglichen Supplementen gesucht. Letztendlich bleiben wir auf diesem Plateau. Kniebeuge 90 Kilo, Feierabend. Kreuzheben 110 Kilo, Feierabend. Bankdrücken 75 Kilo, Feierabend. Was ist zu tun? Freunde, es ist ganz einfach. Es gibt verschiedene Parameter, wenn es darum geht, die Muskelmasse zu vergrößern. Und ein Parameter, ein ganz wichtiger, nach dem Fundament der Belastungsgewichtssteigerung, ist die, Achtung, aufpassen, Freunde, TU und noch ein T. Die Time Under Tension. Time Under Tension, ein ganz wichtiger Faktor, wenn es um Muskelaufbau geht, wird ganz oft, sehr oft unterschätzt. Es wird von vielen komplett missachtet. Drei Zeitfenster. Zeitfenster Nummer 1 für die Kraftsteigerung. Das heißt, ihr habt 1, 2, 3, 4 bis zu 6 Wiederholungen. Und die werden in einem Zeitfenster von circa 20 Sekunden absolviert. In diesem Zeitfenster steigert ihr vorrangig die Kraft. Das heißt, ihr bekommt mehr Kraft. Das hat mit Muskelaufbau noch nicht viel zu tun. Nur geringfügig. Jetzt kommt das Zeitfenster Nummer 2. Von den 20 Sekunden aufwärts bis 45, 50 bis zu 60 Sekunden Maximum. Das ist das Zeitfenster für die Hypertrophie, auf Deutsch, für den größeren Muskel, für den Muskelzuwachs. Und dann kommt das Zeitfenster über 60, 65, 70 nach oben. Das ist die Kraftausdauer. Das ist dann, wenn ihr ausdauerfähiger werden möchtet. Ganz großes Problem, die meisten im Fitnessstudio, die ich immer wieder sehe, trainieren mit dem Wunsch, die Muskelmasse zu vergrößern. Trainieren aber ihre 8, 9, 10, gängigste Wiederholungszahl zwischen 8 und 10 in einem Zeitfenster von unter 20 Sekunden. Da darf ich keinen Wunsch haben, dass der Muskel sich wesentlich vergrößert, anfänglich ja, wenn wir da stehen, weil die TUT nicht funktioniert. Wenn ihr trainiert, achtet auf eure Time Under Tension, wenn ihr den Fokus habt, ich möchte einen größeren Muskel haben. So, jetzt kommen wir dann zurück zum Thema. Wir schaffen es nicht mehr, die Belastungsgewicht zu steigern. Jetzt kommt die TUT zum Zuge. Das bedeutet, ihr schafft es mit der Kniebeuge zum Beispiel, nehmen wir eine gerade Zahl, 100 Kilo,
zehnmal zu beugen. Ihr kommt nicht weit mit 100 Kilo. Was machen wir? Wir werden die Bewegungsgeschwindigkeit etwas absenken. Dadurch machen wir die 10 Wiederholungen zum Beispiel nicht in 30 Sekunden, sondern bis zu 40 Sekunden. Die TUT hat sich verändert. Die Spannung hält am Muskel länger an, auch ein Reiz, der wichtig ist. Oder wir versuchen mit diesen 100 Kilo keine 10 Wiederholungen zu machen, sondern unter bestmöglicher Technik 11 oder vielleicht sogar 12 Wiederholungen. Und schon landet ihr in einem größeren Zeitfenster von ursprünglich 30 Sekunden bei 40, 45 Sekunden. Das ist ein Parameter, dürft ihr nicht unterschätzen. Sehr geiler Parameter, die TUT, Time Under Tension. So, Freunde, probiert's aus. Probiert's aus. Nicht lange überlegen, nicht weiterhin auf dem alten Modus rumreiten. Ich brauche einfach mehr Belastungsgewicht, wenn es eh nicht funktioniert, sondern nutzt die TUT aus. Ich kann euch garantieren, das funktioniert. Und wenn ihr sagt, ja, wie soll es funktionieren? Ich schaffe halt nur 10 Wiederholungen mit 100 Kilo. Ganz einfach, gibt es einen kleinen Trick, und zwar die sogenannten regenerativ lohnenden Pausen. Das heißt, das kennt ihr von Peak Force, indem ihr am Ende der konzentrischen Phase kurz stehen bleibt, eben einfach nicht direkt die Wiederholung weitermacht, sondern eine Pause einhaltet von 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sekunden und dann die nächste Wiederholung. Es ist kein Spannungsverlust, ihr habt immer noch Spannung auf der Muskulatur. Und dann die nächste Wiederholung. Eventuell sogar noch eine. Und schon habt ihr den nächsten Reiz gesetzt, den mechanischen Reiz in den Muskelfasern. Grundvoraussetzung, wenn alle anderen Parameter, Ernährung, Regeneration stimmen, dass der Muskel wächst. Das war's, Freunde, zum Thema TUT, Time Under Tension, für deinen Muskelaufbau. Bis bald, Freunde. Andreas Liebenbacher, Personal aus Karlsruhe.